Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Etsy-Bestell-Einpack-Vlog. Da das so gut ankam bei euch im letzten Video, dachte ich, wir machen das einfach direkt nochmal. Und ja, in meinem Büro ist es weiterhin unfassbar heiß, deswegen sitzen wir auch jetzt wieder hier am Esstisch. Und ich glaube, der Katzenbrunnen ist ein bisschen laut. Ich mache da mal kurz Wasser rein. Moment. So ist das alles, glaube ich, ein bisschen besser. Der Hintergrund ist nicht ideal hier, aber wir machen jetzt, ja, da weiter, wo es geht, so gut wie es geht. Ich habe aktuell 9 offene Bestellungen. Ganz, 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 ganz lieben Dank an jeden einzelnen von euch, der die bestellt hat. Ja, und ich dachte, wir machen jetzt mal die ersten einfachen Sachen zuerst heute weg und dann in der nächsten Zeit, in den nächsten paar Tagen dieser Woche den Rest. Hier habe ich alles vorbereitet, wie man sehen kann. Ja, wir fangen mal einfach an. Ich schaue in meine Etsy-App rein. Wir haben als erstes die liebe Heidi. Du hast nochmal bestellt. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Das freut mich so sehr. Du warst nämlich die beim letzten Video, bei der es diese Probleme mit den Avocado-Nadelstoppern gab. Und jetzt hast du halt nochmal bestellt. Das ist, ja, ganz, ganz lieben Dank. Für dich, liebe Heidi, haben wir zum einen die Monstera-Nadelstopper. Außerdem die roten Sweater, diese magischen Nadelstopper, magisches Yin und Yang quasi und dann noch die blauen Sonnenblumen. Ja, die machen wir jetzt alle in diesen Organza-Beutel und dann werde ich noch einen kleinen Maschenmarkierer oder sowas als Dankeschön dazu machen. Und dann kommt, wie beim letzten Mal, eben nochmal eine Aufnahme, wie ich die Sachen dann auch wirklich verpacke. Aber wir haben dann als nächstes auf jeden Fall noch Martina. Auch an dich ganz, ganz lieben Dank für die Bestellung. Du hast dir diese 2 Scrunchies ausgesucht. Zum einen die Farbe Braun und die Farbe Teal. Also Türkis im Prinzip. Die habe ich gestern noch gehäkelt, weil die nicht mehr vorrätig in meinem tatsächlich gehäkelten Scrunchie-Vorrat waren. Aber ich habe natürlich das Garn da noch hier, wie man sehen kann, sonst wären die nicht fertig. Dann hast du außerdem noch die grünen Nadelstopper, die grünen Pullover bestellt und die pinken und die gelben Sonnenblumen. Zack. Und dann haben wir noch das Vogelhäuschen. Tada! Die machen wir jetzt auch in einen Organza-Beutel und auch hier werde ich noch ein paar gratis Sachen, das mache ich ja immer, dass ich da noch was dazu lege. Oh, da hat sich jetzt irgendein Haar eingemischt. Okay. So, wen haben wir als nächstes? Die Aurelia und sie ist wahrscheinlich heute nicht in dem Video, denn sie kommt aus Litauen. Also wer weiß, vielleicht ist sie doch deutschsprachig. Kann ja alles sein. Oder kann Deutsch verstehen. Aber wahrscheinlich ist es einfach jemand, der auf Etsy mich so gefunden hat. Aber trotzdem, falls du hier bist und das verstehst, Dankeschön. Wir haben auf jeden Fall hier auch das Magic Knitting Nadelstopper Set. Und dann hat sie die Halloween Acryl Maschenmarkierer bestellt. Also das ist ein Set. Da müssen jetzt halt noch die tatsächlichen Markiererteile dran. Das mache ich dann auch noch. Dann hat sie Sushi-Nadelstopper bestellt und die pinken Stegosaurus-Dinosaurier. Genau, ich habe nicht genug Organza-Beutel mitgenommen. Okay, das werde ich dann gleich noch holen.
Das sind dann drei Bestellungen. Kriegen wir noch eine vierte hin? Weil ich glaube, bei einer müsste ich auf jeden Fall noch ein Armband machen. Dann habe ich auch noch ein paar mit diesen Lesebändchen aus Perlen und so. Und das mache ich wann anders, weil ich jetzt ja die Scrunchies erstmal fertig machen wollte und die etwas einfacheren Bestellungen, wo ich jetzt halt vorrätig mehr oder weniger die Sachen da hatte. Aber ich glaube, da haben wir noch die liebe Bettina. Sie hat mir auch eine ganz, ganz liebe Nachricht dagelassen. Also du hast das gemacht, liebe Bettina. Ja, ich drücke dich zurück aus der Ferne. Ganz lieben Dank für deine Bestellung und für die schöne Notiz. Du hast bestellt diese Tarotkarte, die ich auch noch als richtigen Maschenmarkierer dann verwurschteln würde. Die süßen Turtles, wie heißt es auf Deutsch? Schildkröten, ja. Schildkröten. Dann diesen magischen Maschenmarkierer, den ich auch noch versehen muss. Also ihr seht, so ein bisschen was muss ich da auch noch machen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Diese Tarotkarte, das ist der Mond. Und Ohrringe. Wo haben wir die Ohrringe? Die habe ich doch ausgesucht. Ah, hier drin. Richtig coole Halloween-Ohrringe. Die hier. Also da mache ich natürlich die Ohrringhaken noch rein. Genau, das ist dann Bettina. Und dann können wir aber auch noch Ulrike fertig machen. Genau, Ulrike, du hast auch nochmal bestellt. Ganz lieben Dank. Zum einen die T-Shirts, die sind auch neu, die Maschenmarkierer. Dann nochmal das Vogelhäuschen. Also ich habe echt so ein paar, die öfter rausgehen. Und die, ich glaube, die heißen Brachiosaurus in Pink Dinosaurier. Ja, genau. So. Ich glaube, ich mache jetzt. Ja, ich nehme jetzt das Verpacken auf. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür lieber die Tischdecke abnehme. Das habe ich jetzt gerade überlegt. Ich glaube, das mache ich. Genau, das machen wir jetzt. Maschenmarkierer und Ohrringe noch komplett fertig machen. Und dann sind diese. Waren es jetzt fünf Bestellungen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, wow. Fünf Bestellungen fertig und dann haben wir nur noch vier offen, die wir dann in den nächsten Tagen weitermachen können. Yay! Thank you.
Das Licht ist, doch, ich glaube, es geht. Die Kamera passt so ein bisschen an. Ich bin jetzt nämlich wieder dabei, weitere Bestellungen zusammenzufügen, die ich dann im nächsten Schritt auch wieder richtig verpacke und dachte, warum nicht jetzt schon direkt anfangen zu filmen. Die Bestellung von Regina ist fertig. Sie hat sich dieses Monstera-Lesezeichen mit Tassel, mit Anhänger und allem bestellt in dieser blauen Farbe. Das ist matt laminiert, auch alles selbst designt, ausgedruckt und wirklich per Hand gemacht und alles. Und dann kurz schauen. Aha, Monstera Nadelstopper. Die Monstera Nadelstopper muss ich noch holen aus dem Büro, aber das absolute Kunststückchen. Okay, da muss ich auch noch die Charms befestigen. Das mache ich jetzt mal direkt. Also die Anhänger. Okay, ich habe jetzt auch noch Verpackungsmaterial und alles geholt. Und dann eben auch die Monstera Nadelstopper. So, die kommen in das kleine Organza-Beutelchen. Dann für die Lesezeichen habe ich jetzt aktuell noch so Plastikbeutel. Es stand dabei, dass die aus biologisch abbaubarem Material seien, aber ich bin mir da ehrlich nicht so sicher. Nur weil es dabei steht, muss es nicht so sein, aber ich werde sie jetzt halt aufbrauchen, weil ich finde, wenn man die jetzt dann schon mal hat, dann macht es ja Sinn, die zu benutzen. Und was ist denn, Kleiner? Willst du auch helfen verpacken? Ja, okay, aber wir kommen zum Schmuckstück. Das hier. Das ist das Leseband, Lesecharm, Bookcharm. Ich habe mehrere Titel dafür. Ich glaube, offiziell heißt der Name Bookcharm auf Etsy. Und ja, die sind komplett personalisierbar, eigentlich in der Mitte dann auch noch ein Name, aber das wollte jetzt Regina nicht. Und was ich dann eben mache, ist, dass ich die erstelle. Diese Charms, die Anhänger, kann man auch entweder eins oder zwei wählen. Und dann, Ani, ich weiß, dass du gerade Aufmerksamkeit willst, kriegst du auch gleich. Ja, auf jeden Fall. Jetzt schmeißt er gleich die Kamera um. Nein. Habe ich davon Fotos gemacht mit den Anhängervorschlägen und dann ja auf Etsy die Fotos, also ich habe das designt, ohne es festzumachen, dann Fotos gemacht und die rübergeschickt. Und Regina hat gestern dann auch sehr schnell geantwortet und fand das alles super und hat sich eben diese zwei Charms dazu ausgesucht. Eine Blume. Ich muss kurz schauen, ob die jetzt aber... Ja, okay. Oder doch nicht? Muss ich sie nochmal umdrehen? Okay, eins ist andersrum. Gut, dass ich das jetzt gemerkt habe. Ja, aber heute kann es dann eben los auf die Reise gehen. Die Bestellung, alles zusammen. Ja, okay, ein Stitchmarker mache ich hier noch mit dazu. Ich habe jetzt kein kleines Beutelchen. So, okay, und das verpacke ich in diesem Beutel. Ja, und das kommt dann mit meiner Dankeskarte. Tada! In
diesen Umschlag. Ja, jetzt verpacken wir das einfach mal so. Jetzt erstmal nur Regina drauf, sonst seht ihr ja die Adresse. Das wollen wir ja nicht. Und eine Briefmarke kommt noch drauf, wobei, ja doch, da glaube ich, muss auch eine 2,55er drauf. Das ist ein bisschen dicker geworden jetzt. Ja, fertig ist Bestellung Nummer 1 für heute. Ja, als nächstes ist die Linde dran. Ganz liebe Grüße auch an dich. Und du hast bestellt einmal dieses Thriller-Lesezeichen in Shiny laminiert, genau, aber ohne Anhänger und Tassel. Einfach nur so. Dann als nächstes haben wir noch diese Kürbisse und diese Kürbisse, sehr Kürbis-Halloween-lastig. Das ist natürlich cool, meiner Meinung nach. Da machen wir die jetzt hier, wobei, nein, Moment. Machen wir sie ins Weiße. Organza-Beutelchen. So. Zack. Und dann hat sie außerdem auch noch dieses Kürbis-Leseband bestellt. Finde ich auch sehr, sehr cool. Ja, also es ist eine richtig coole Bestellung meiner Meinung nach. Die Linda hast du sehr cool ausgesucht. Aber ich finde natürlich alle Sachen bei mir im Shop cool, ne? So ist es nicht. Du bekommst... Was passt da jetzt dazu? Ich glaube, das der grüne Maschenmarkierer, oder? Ich hätte jetzt nämlich überlegt, ob ich dir eine Blume mitgebe. Aber das passt jetzt nicht so zum Halloween-Thema. Ja, so, die Linde ist fertig. Und ich habe jetzt keinen Umschlag mehr hier. Aber okay. Ich glaube, das muss aber in eine schwarze Box, oder? Schön Halloweenig. Wir haben außerdem dann noch die Bestellung von Ines. Sie hat ebenfalls diese Kürbisse bestellt. Ja, und ich habe jetzt kein Beutelchen oder irgendwas mehr hier. Das werden wir dann auch noch einfach in einen kleineren Umschlag machen. Und das war's für heute erstmal. Ja. Also ich denke, das müssen wir jetzt erstmal nicht zeigen. Ich werde es genauso wie die anderen Bestellungen von gestern in eine schwarze Box machen. Und die hier kommen eben in auch so einen weißen Umschlag, nur viel, viel kleiner. Ja, und dann sind aber 3 weitere Bestellungen fertig und noch 2 offen. Bei einer Bestellung muss ich noch was anfertigen und bei der zweiten auch, aber da musste ich noch was nachbestellen, weil ich da eine bestimmte Sache nicht habe. Das kann ich euch dann alles nochmal erzählen. Und ich dachte wohl, ich hätte das noch. Aber wir sind da auf jeden Fall noch in der Zeit. Also alles prima, alles super. Und das kommt dann mit Amazon Prime auch auf jeden Fall morgen noch an. Das heißt, da sind wir dann gut in der Zeit. Also da ist alles prima. Und ja, das war's für heute. Es geht dann die Tage mit den nächsten Bestellungen weiter. Okay, Zeit für die aktuell letzten noch offenen Bestellungen, die ich jetzt gerade habe. So, wir fangen an mit der lieben Celine, das allererste Handmade Hero Mitglied hier auf diesem Kanal. Und ja, ganz lieben Dank für deine Bestellung. Das ist dann jetzt mittlerweile, glaube ich, auch die, weiß gar nicht, 4. Bestellung oder sowas. Also ja, ganz lieben Dank. Celine, du hast bestellt einmal diese Armbänder, die ich jetzt eben noch neu machen musste. Das war das, was jetzt gedauert hat. Das sind meine Halloween-Armbänder. Einmal dieses Skelett in schwarz-grau und dann der Kürbisanhänger in schwarz-gräulich und orange.
Dann außerdem sind da auch noch diese Maschenmarkierer dabei. Diese Maschenmarkierer. Nicht Maschenmarkierer, Maschenstopper. Dann haben wir dieses Scrunchie. Das habe ich auch noch frisch gehäkelt. Und die Tarotkarten-Nadelstopper mit Drama Queen drauf. So. Und die Schildkröten. Ja, das ist Celines Bestellung. Kommt hier auch alles rein. Schwupp, 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 schwupp. Weiß nicht, ob ich die Armbänder hier reinbekomme. Das sind nämlich so neue Teile für Schmuck eigentlich. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen klein vielleicht für zwei Armbänder. Ah nee, es geht. Ja, es passt. Cool. Ja, dann braucht sie noch ein gratis Produkt. Dann machen wir mal diesen Sticker dazu. Ich glaube, den hast du noch nicht, oder, Celine? Und einen Maschenmarkierer. Weil es eine größere Bestellung ist, werden das jetzt zwei werden. Als wir uns das erste Mal gesehen haben beim Taylor Swift-Konzert, hattest du ein gelbes Kleid an. Deswegen nehme ich jetzt die Farbe Gelb. Das hast du auch selbst gehäkelt. Und das war sehr schön. So. Oh, der Sticker passt hier nicht rein. Okay, egal. So. Und dann kommt das in der Box. Würde ich mal sagen. Eine Briefmarke. Und das ist fertig. Tada! So, dann ebenfalls eine Sache, die ich noch die Tage fertig machen musste, sind die Monstera-Ohrringe mit goldenem Modeschmuck-Zeugs dran. Die gehen an die liebe Susanne. Auch an dich. Ganz lieben Dank. Ja. Die kommen dann in so einen kleinen Umschlag wieder. Und als letztes haben wir dann noch für Mona diesen Nadelstopper hier und diesen Maschenmarkierer. Ja, das waren dann jetzt alle Bestellungen, die so in der letzten Zeit bei mir eingetrudelt sind. Es müssten jetzt insgesamt 11 Stück gewesen sein. Sorry für die Geräuschkulisse im Hintergrund. Unser kleiner Kater ist gerade am Spielen. Und ich möchte ihm natürlich den Spaß jetzt nicht beenden. Ja, aber ich denke, das war es dann jetzt erstmal für dieses Video. Ich hoffe, wir können sowas bald nochmal machen. Ganz lieben Dank an alle, die bei mir auf Etsy bestellt haben und jetzt hier heute dabei waren in diesem Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.